Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit Hoffnungen auf eine Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses, auf erfolgreiche Abrüstungsverhandlungen und auf menschliche Erleichterungen wird der sowjetische Staats- und Parteichef Brezhnev morgen in Bonn erwartet. 30 amerikanische Wissenschaftler, darunter 20 Nobelpreisträger, haben unterdessen an Brezhnev appelliert, der Schwiegertochter des sowjetischen Bürgerrechtlers Sacharow die Ausreise zu gestatten. Wegen des Ausreiseverbots tritt Sacharow mit Hinblick auf den Besuch Brezhnevs in Bonn noch heute in einen Hungerstreik. Der sowjetische Nobelpreisträger wurde im Januar 1980 nach Gorki verbannt. Diese Stadt darf von keinem Ausländer betreten werden. Sacharow lebt dort völlig isoliert von Familie und Freunden. Dazu sagte uns Sacharow: Meine Frau und ich haben beschlossen, in den Hungerstreik zu treten, nachdem sich alle anderen Möglichkeiten erschöpft haben, meiner Schwiegertochter zur Ausreise zu ihrem Mann zu verhelfen, und wir uns im Zustand der äußersten Not befinden. Dieser Schritt, zu dem wir uns entschlossen haben, ist für mich eine selbstverständliche Sache. Ich fühle, dass ich nicht anders handeln kann. Es ist die natürliche Fortsetzung meines Kampfes für die Menschenrechte, den ich seit vielen Jahren versucht habe zu führen. Insbesondere die Fortsetzung des Kampfes um die freie Entscheidung bei der Wahl des Landes, in dem man leben möchte. Eines Kampfes, dem ich immer große Bedeutung beigemessen habe. Wir treten in den Hungerstreik am Vorabend des Besuches von Leonid Brezhnev in der Bundesrepublik, was diesem Streik einen politischen Charakter verleiht. Aber die Verantwortung dafür tragen nicht wir, sondern der KGB. Dem Zynismus, der Grausamkeit, der Einschüchterung und dem Bestreben, Geiseln in ihrer Gewalt zu behalten, können wir nur unsere Entschlossenheit im offenen, ehrlichen Kampf entgegensetzen. Ich hoffe auf die Hilfe unserer Freunde in der ganzen Welt, auf die Hilfe der Staatsmänner und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, auf die Hilfe meiner Freunde, der Gelehrten. Im Vorfeld des Brezhnev-Besuches kam es heute in Bonn zu ersten Demonstrationen. Angeprangert wurden vor allem die Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion. Ein größerer Ansturm von Demonstranten in der Bundeshauptstadt wird morgen erwartet. Die Veranstalter rechnen mit 20.000 Teilnehmern. Als Skandal hat die junge Union eine Verfügung des nordrhein-westfälischen Innenministers Schnorr gewertet, den in der Bundesrepublik lebenden Afghanen zu verbieten, während des Brezhnev-Besuches ihren Wohnort zu verlassen. Diese Maulkorbverfügung, so die junge Union, sei eine Verhöhnung des afghanischen Volkes, deren Heimat von der Sowjetunion besetzt werde. Bundeskanzler Schmidt wird nach Angaben von Regierungssprecher Rühl bei seinem Gespräch mit Brezhnev erneut darauf hinweisen, dass die sowjetische Mittelstreckenrüstung die Sicherheit der Westeuropäer gefährde. Bonn hoffe aber, dass Moskau ein Zeichen für erfolgreiche Abrüstungsverhandlungen setze. Außenminister Genscher hob in Bonn hervor, die deutsch-sowjetischen Beziehungen seien für das Ost-West-Verhältnis sowie für Frieden und Stabilität in Europa von großer Bedeutung. Hier öffne sich die Möglichkeit, erste Schritte in Richtung einer europäischen Friedensordnung zu tun. Als historisches Ereignis wird der Brezhnev-Besuch in der sowjetischen Presse gefeiert. Die Bundesrepublik wurde aber davor gewarnt, ihre Entspannungspolitik aufzugeben. Kein anderes westliches Land habe daraus so viel Nutzen gezogen. Für die Bonner Führung stehe deshalb viel auf dem Spiel. Die sowjetische Botschaft in Washington hat jetzt ein Antwortschreiben Brezhnevs an US-Präsident Reagan veröffentlicht. Als Begründung dafür wurde angegeben, Reagan habe in dieser Woche aus seinem eigenen Brief an Brezhnev vom April dieses Jahres zitiert. In seinem Schreiben hatte Brezhnev den Wunsch nach einer persönlichen Begegnung mit Reagan geäußert. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte dazu heute, Reagan sei zu einem solchen Treffen bereit, es müsste jedoch sorgfältig vorbereitet werden und Aussicht auf Erfolg bieten. Zu einer der größten Friedensdemonstrationen der letzten Wochen in Europa ist es heute in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam gekommen. Dort, wo einst die Holanditis ausbrach, die holländische Friedenskrankheit, die inzwischen viele in den Nachbarstaaten angesteckt hat, dort wurde natürlich ganz besonders zahlreich demonstriert. 300.000 bis 400.000 Menschen füllten heute Nachmittag die Hauptstraßen von Amsterdams Innenstadt. Eine so große, vor allem aber eine so friedliche und heitere Kundgebung hat die niederländische Hauptstadt seit Jahren nicht mehr erlebt.
Politische Parteien, Kirchen und Bürgerinitiativen hatten den Friedensmarsch organisiert. Keine neuen Kernwaffen in Europa, hieß das Motto, aber nicht nur das. Die Demonstranten, vom neuesten amerikanischen Verhandlungsangebot offenbar kaum beeindruckt, forderten die niederländische Regierung auf, den NATO-Doppelbeschluss rückgängig zu machen. In Amsterdam Straßen heute viele Ausländer. Allein aus der Bundesrepublik waren an die 1000 Busse gekommen. Aber auch niederländische Soldaten, die trotz des Verbots ihres Verteidigungsministers in Uniform mitmarschierten. Und viele, viele ältere Menschen. Gerade in Holland hat sich der Protest gegen die Kernwaffen in den vergangenen 2 Jahren zu einer breiten Volksbewegung geformt, mit der die Politiker zunehmend zu rechnen haben werden. 2 der 3 niederländischen Regierungsparteien, die Linksliberalen und die Sozialdemokraten, unterstützen die Demonstration. Ja, sie unterschrieben sogar die Forderung, Den Haag solle seine Billigung des NATO-Doppelbeschlusses zurückziehen. Ob aber diese Forderung eines Tages auch zur Regierungspolitik wird, das ist heute fraglicher denn je. Denn auch hier in den Niederlanden, bei der Regierung in Den Haag, fand Ronald Reagans Verhandlungsangebot ein positives Echo. Keine Atomraketen in Europa. Unter diesem Leitmotiv versammelten sich heute in der Dortmunder Westfalenhalle mehr als 10.000 Menschen. Sie verstehen sich als Anhänger des vor einem Jahr ergangenen Krefelder Appells, einer Initiative, die inzwischen von 2 Millionen Menschen unterzeichnet worden ist. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Koppig, der vom Parteiausschluss bedroht ist, betonte, die Initiative habe es satt, in einer Zeit, in der jede Seite in der Lage ist, die andere mehrfach zu vernichten, andauernd das Gerede von Nachrüstung und Gleichgewicht anzuhören. Die Initiative sei nicht bereit zu verschweigen, dass in der derzeitigen weltpolitischen Situation die Hauptkriegsgefahr von der Politik der Regierung Reagan ausgehe. Die Krefelder Initiative gegen die Atomrüstung hat die Bundesregierung aufgerufen, sich für eine Nulllösung bei den Mittelstreckenraketen in Europa einzusetzen. Die bevorstehenden sowjetisch-amerikanischen Abrüstungsverhandlungen werden von der Volksrepublik China pessimistisch beurteilt. Dies teilte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Strauß heute in Peking nach einem Gespräch mit Vizeparteichef Deng Xiaoping mit. Zum Abschluss des 3-tägigen Besuches ein Bericht von Peter Dutzig. Die Begrüßung durch den stellvertretenden KP-Chef Deng Xiaoping war mehr als nur chinesisch höflich. Der 76-Jährige, ein Vollblutpolitiker, der Kraft seines eisernen Willens und seiner unvergleichlichen Erfahrung in innerparteilichen Macht- und Richtungskämpfen heute den Kurs der Volksrepublik bestimmt, gab die Themen vor: Weltpolitik und Wirtschaft. China, so wurde dem deutschen Gast gesagt, habe 1 Milliarde Menschen zu ernähren, die Verteidigungslasten seien zu hoch und das wichtigste Problem sei die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Darin stimmten Deng und Strauß überein: Reduzierung des Einflusses der beiden Supermächte und Stärkung Europas und Chinas. China gewissermaßen als Sachwalter der Dritten Welt. Heute hat Präsident Deng Xiaoping eine umfassende Analyse der weltpolitischen Lage aus chinesischer Sicht gegeben. Nicht von der Unvermeidbarkeit eines Krieges gesprochen, wie es noch im Jahre 75 zwischen den Zeilen jedenfalls zu hören war. Und er war der Meinung, dass die Amerikaner und die Europäer sich sehr eng zusammenschließen sollen, die Europäer unter sich, dass die Volksrepublik China ein zuverlässiger politischer und wirtschaftlicher Partner sei, der auch seine eigene Sicherheit im Auge habe, dass unsere Zusammenarbeit sich doch gut angelassen habe und man diese Aussprachen und konkrete Verhandlungen über wirtschaftliche Probleme in kürzeren Abständen führen solle. Ein Sofortprogramm gegen Arbeitslosigkeit zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze hat die Gewerkschaftsjugend des DGB heute von der Bundesregierung gefordert. Zum Abschluss ihrer Konferenz in Willingen betonten die Delegierten, dass darüber hinaus eine grundlegende Umgestaltung des Wirtschaftssystems erforderlich sei, bis hin zur Verstaatlichung von Schlüsselindustrien. Nur so könnten langfristig Arbeitsplätze gesichert werden. Zuvor hatte der DGB-Vorsitzende Vetter die Gewerkschaftsjugend zu stärkerer praktischer Arbeit an der Basis aufgerufen. Andernfalls müsse man sich nicht wundern, wenn andere die Gewerkschaftsjugend für ihre Ziele missbrauchten. Fast 20.000 Gewerkschafter demonstrierten heute in Bonn für ein neues Welttextilabkommen mit stärkeren Einfuhrbeschränkungen für Textilien. Die jährlichen Zuwachsraten für Billigimporte aus Ländern der Dritten Welt sollten von bisher 6% auf höchstens 1,5% herabgesetzt werden.
Die Gewerkschaft Textil und Bekleidung sieht immer mehr Arbeitsplätze in ihrer Branche durch diese Einfuhren gefährdet. Diese Versteigerung eines Textilbetriebes auf der Schwäbischen Alb ist typisch. Der Betrieb ist einer von 3.500 deutschen Textilfirmen, die in den letzten 10 Jahren stillgelegt werden mussten. 200 Arbeiter verloren hier ihren Arbeitsplatz. 300.000 in der deutschen Textilindustrie im letzten Jahrzehnt. Ursache: 9 von 10 Hemden kommen aus dem Ausland. Fast jedes T-Shirt, beinahe jeder Parka kommt aus der dritten Welt. Deswegen die Forderung der Gewerkschaften und der Industrie nach erheblicher Drosselung der Importe aus Billiglohnländern. Denn die Stundenlöhne zwischen 50 Pfennig und 4 Mark, so wie sie in der dritten Welt bezahlt werden, werfen die deutsche Textilindustrie aus der Konkurrenz. So kommen jährlich für 26 Milliarden Mark Textilien in die Bundesrepublik. Zwar konnten Gewerkschaften und Industrie einen Teil ihrer Forderungen nach Importdrosselung durchsetzen, denn für Taiwan, Macau, Hongkong und Südkorea, den Hauptlieferanten, beschloss der EG-Ministerrat eine Kürzung ihrer Einfuhren. Eine Position, die die Entwicklungsländer bei den Beratungen um das neue Welttextilabkommen gestern in Genf strikt ablehnten. Vor einem Militärgericht in Kairo hat heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Sadat-Attentäter begonnen. Die 4 Hauptangeklagten sollen vor 7 Wochen den ägyptischen Präsidenten erschossen haben. Ihr Glaubensbekenntnis schreien die Angeklagten. Allah ist über allem, es gibt nur den einen Gott. Alle 23 haben zugegeben, an der Ermordung Sadats beteiligt gewesen zu sein. Dem toten Präsidenten werfen sie vor, er habe Ägypten nicht nach den ewig gültigen Gesetzen des Islam regiert. Major Aboud El-Somor war der Organisator des Attentats. Er ist 25 Jahre alt und stand als brillanter Offizier kurz vor der Beförderung zum Oberstleutnant. Der Angeklagte, der den Koran hochhält, kommandierte die Gruppe der Attentäter und schoss selbst auf Sadat. Er ist Leutnant. Er und der Major sind die einzigen Offiziere im Kreis der Verschwörer. Die übrigen sind zumeist Studenten. Mütter, Väter und Geschwister der Angeklagten waren heute im Gerichtssaal zugelassen. Generalmajor Atiyah, der Gerichtspräsident, wird nach den Gesetzen der Militärgerichtsbarkeit urteilen, da das Attentat während einer Militärparade geschehen sei. Für alle Angeklagten ist die Todesstrafe beantragt. Der Gerichtspräsident macht nicht den Eindruck, als ob er dem Antrag des Staatsanwalts blind folge. Er lässt die Angeklagten reden und schneidet ihnen auch dann nicht das Wort ab, wenn sie den Vorwurf erheben, gefoltert worden zu sein. Er fordert, in diesem Prozess müsse islamisches Recht angewandt werden. Nach seiner Überzeugung ist im Koran die Rechtfertigung für die Tat zu finden. Die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 22. November. Das Satellitenfoto zeigt ein Wolkenband von den britischen Inseln bis nach Russland. Ursache dafür ist die ostwärts ziehende Warmfront eines zum Nordmeer ziehenden Tiefs. Sie führt warme Meeresluft nach Deutschland. Die Vorhersage für morgen. Im Süden und Südwesten, nach örtlichem Frühnebel, heiter bis wolkig und trocken. Im übrigen Deutschland zunächst bedeckt und zeitweise Regen. In der zweiten Tageshälfte in der Mitte auflockernde Bewölkung und trocken. Tiefstemperaturen in der Mitte um 11, sonst um 7 Grad. Höchstwerte im Norden um 12, im Süden um 16 Grad. Hier schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker und böiger Wind um Südwest.